Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Jörns Swedish Racing World, exklusiv hier bei uns auf www.trotto.de und www.hufe.de. Ja, wir neigen uns langsam schon dem großen Finale entgegen, das am 31.12. im Rahmen des V75 Winterburst stattfindet, nämlich der Silvester-Loppet mit dem Multi-Jackpot der V75. Da lohnt es sich richtig dabei zu sein. Ich kann jetzt schon ankündigen, bei uns auf www.trotto.de gibt es eine große, große Tippgemeinschaft. Und ich erinnere nur daran, wir haben bereits am Silvestertag 2017 hier über 2 Millionen Euro abgesahnt mit dieser Tippgemeinschaft. Letztes Jahr gab es über 350.000 Euro. Also es lohnt sich wirklich dabei zu sein am 31.12. Aber es lohnt sich auch heute dabei zu sein, am heutigen 29.12., am heutigen Donnerstagabend. Denn wir gehen im Rahmen der V75 Winterburst nach Aalborg, nach Dänemark. Ich werde live vor Ort sein. Ich freue mich schon richtig drauf, denn Aalborg, diese Rennbahn, ist doch sehr, sehr speziell. Erinnert so ein bisschen von der Linienführung an Canzymer. Das ist so ein bisschen wie in Canzymer, weil es eine Doppelrennbahn ist mit Galopp- und Trabrennen. Und ich freue mich vor allen Dingen auch, dass Viktor Gens vor Ort ist. Denn Viktor Gens hat einige interessante Starter hier im Rahmen der V75 und kann hier durchaus überraschen. Deswegen, also es lohnt sich auch für euch dabei zu sein. Und das Besondere bei uns auf www.trotto.de ist, dass ihr die dänischen Rennen gleich in zwei Streams sehen könnt. Ihr könnt sie zum einen natürlich sehen mit dem englischen Kommentar der ATG, also mit Eric Collins oder Harry Cheadle oder Annette Lennon oder Per Akre. Also das könnt ihr sehen im Schweden-Stream und ihr könnt die Rennen bei uns aber auch im dänischen Stream sehen mit dem Originalkommentar von der Rennbahn. Also das lohnt sich auch. Deswegen, also schaut mal rein, switcht mal hin und her, wenn ihr vielleicht einen oder anderen Kommentar aus Schweden, aus dem schwedischen Stream des englischsprachigen Kommentars nicht so mögt, schaut mal bei den Dänen rein. Da lohnt es sich auf jeden Fall auch mit dabei zu sein. Und ihr könnt natürlich alle Rennen aus Aalborg bei uns auf www.trotto.de natürlich abzugsfrei, das ist nämlich auch ganz wichtig, ohne Steuer bei uns bewetten. Deswegen, es lohnt sich besonders bei uns dabei zu sein auf www.trotto.de, wenn wir uns diese Rennveranstaltung am Donnerstagabend mit der V75 aus Aalborg im Rahmen des V75 Winterbursts genauer anschauen. Wir wollen reinschauen. V75 1 ist das vierte Rennen, Start wie immer um 19.30 Uhr, wie immer in diesen Tagen. Wir haben hier ein Rennen über 2140 Meter Bänderstart. Wir haben drei Bänder. Die Felder 1 bis 4 aus dem ersten Band, die Felder 5 bis 7 aus dem zweiten und die Felder 8 bis 12 aus dem dritten Band. Und ich gehe hier ganz hoch mit der Nummer 5, Tarajan und Birger Jørgensen. Tarajan zuletzt siegreich gewesen mit Flemming Jensen in Charlottenburg. Charlottenlund. Davor gab es auch noch einen dritten Platz in Charlottenlund. Also dieser Tarajan hat zuletzt, dieser Dreijährige bei Rennsohn, richtig sich verbessert. Jetzt mit Birger Jørgensen, mit dem dänischen Champion in der Hand, muss das hier, glaube ich, ganz gut gehen. Golden Rain, die Programm Nummer 9 mit Flemming Jensen, also er steuert nämlich nicht Tarajan, er steuert Golden Rain. Zuletzt ebenfalls siegreich in Aalborg auf der heutigen Bahn, davor gab es aber mehrere durchschnittliche Leistung mit einem 6. und 5. Platz, deswegen wäre ich da so ein bisschen vorsichtig. Mitnehmen sollte man hier aber Golden Rain auf jeden Fall. Ich habe noch ein bisschen Mumm auf die Nummer 7, Mook, mit Niklas Korfitzen aus dem Stall von Bo Westergaard. Mook zuletzt Zweiter in Charlottenlund, davor gab es auch schon mal in Aubi und in Aalborg einen zweiten Platz, also der ist nicht aus der Welt, den muss man hier auf jeden Fall noch mitnehmen. Und die Nummer 1, Genoa, mit Mark Breck-Nielsen muss man hier auch mitnehmen. Genoa ist jetzt in Odensam Ablauf gewesen, da war man Zweiter, davor nochmal in Aalborg auf der heutigen Bahn Zweiter. Mit dem Bandvorteil kann das hier durchaus funktionieren. V75 1, wir nehmen mit, die 1, Genoa, die 5, Tarajan, mein Sieger, die Programm Nummer 7, Mook und die Nummer 9, Golden Rain. V75 2, das ist ein Rennen über 2140 Meter Autostart und hier hat Viktor Gens seine erste Chance, nämlich die 5, Gustafsson BE läuft hier. Wir kennen Gustafsson BE, der hat sich wirklich immer in schon ganz anderen Schlachten geschlagen. Das ist wirklich ein Pferd, was wir kennen, der wirklich auch mehrfach schon für Furore gesorgt hat. Unter anderem auch in Jägersroh zuletzt. Da war man nämlich Drittplatz. Das war ein gutes Laufen Jägersroh gegen weitaus stärkere Gegner als heute. Deswegen, ich sage ganz ehrlich, also Gustafsson BE, den würde ich hier nicht auslassen. Der ist im Programm überhaupt nicht getippt, ist im Programm so als 3-4 getippt. Der kann für mich hier gewinnen. Muss man auf jeden Fall mitnehmen. Die Gegner sind natürlich nicht von Pappe. Trotzdem muss man hier Gustafsson BE von Startplatz 5 über 2041 Meter auf jeden Fall auf der Rechnung haben. Die meisten gehen mit der 8 Erosola und Flemming Jensen. Klar, drei Siege zuletzt in Tingsried, in Schive und in Aalborg. Aber es waren auch alles, ich sage jetzt mal so, Rennen, die waren jetzt nicht besonders stark besetzt. Erosola, er ist natürlich hier auch von der Bahn die beste Chance, quasi des Hämmerplan, also des Heimat- oder des Bahnstalles sozusagen. Trotzdem, also
Also Eros Sola von der 8, da habe ich so ein bisschen Bedenken, weiß ich nicht. Da würde ich eher noch die Nummer 2, Diamant Österwang mit Morten Fries nehmen. Diamant Österwang zuletzt siegreich in Aarhus. Davor gab es in Schieven den dritten Platz und in Jägersro einen siebten Platz. Der Jägersroer Platz, siebter Platz ist entschuldigt, da war der Wallach gestört worden. Das muss man ganz deutlich sagen, da muss man ein bisschen aufpassen. Und auch die 4 Elegant CN mit Bo Westergaard muss hier mit. Zuletzt in Charlottenlund zwar auch nur ein fünfter Platz, davor aber auch schon 2 Siege im Rahmen des Derby-Meetings, unter anderem auch in Dänemark. Am 28.08. Also Elegant CN für mich ja auch durchaus interessant. V75-2, wir nehmen mit die 2 Diamant Österwang, die 4 Elegant CN, die 5 Gustafsson BE und die Programmnummer 8 Eros Sola. V75-3, das ist dann ein Rennen über 1640 Meter Autostart. Und hier hat Viktor Gent die nächste Chance, nämlich mit Exclusive Fire, der Programm Nummer 3. Exclusive Fire ist jetzt in Karlshorst siegreich gewesen mit Thomas Heinzig. Davor gab es mit Viktor Gent in Hamburg einen ersten und einen zweiten Platz. Exclusive Fire, wir wissen ihn, er ist ein sehr starker Beginner. Der kann hier durchaus vorne mitmischen von Startplatz 3 über die Meile. Und wenn er hier vorne landet, ist der für mich hier brandgefährlich. Deswegen die 3 Exclusive Fire muss hier mit auf den Schein. Die Nummer 6, Floris Baldwin, ist jetzt im Training von Bo Westergaard. Wir haben Floris Baldwin zuletzt im Preis der Giganten gesehen, in Wolvega. Da hat er einen sensationellen zweiten Platz geholt. Das muss man deutlich sagen, das hatte keiner erwartet. Er stand 400 zu 10 am Toto, oder 700 zu 10 am Toto sogar. Und deswegen, also da wirklich mit Christian Marmin einen tollen zweiten Platz geholt. Ist jetzt von Christian Marmin in den Stall von Bo Westergaard gewechselt. Erster Stall für Bo Westergaard. Floris Baldwin, die Programm Nummer 10, muss natürlich hier mit auf den Schein. Ob er sich schon, ja, ich sag mal, eingelebt an neuen Stall, müssen wir dann, wie gesagt, sehen. André Ward, die Programm Nummer 5 mit Stan Hugh, kommt aus ganz anderen Aufgaben. Hat jetzt in der V75 mehrfach am Ablauf. In Orbi unter anderem am 10.12. gab es einen tollen zweiten Platz, der hatte keiner erwartet. Davor gab es auch in Odense schon mal einen Sieg und in Charlottenlund. Also André Ward mit Stan Hugh muss hier mit auf den Schein, ganz heißer Kandidat. Emoji, die Programm Nummer 7 mit Birger Jürgensen. Zuletzt Dritter mit Flemming Jensen, davor aber mit Birger Jürgensen in Charlottenlund und siegreich. Also die beiden kennen sich auch schon. Emoji kennen wir auch aus der V75 aus Schweden, mehrfach dort im Ablauf gewesen und haben auch in Halmstadt nochmal am 3.10. im Rahmen der V86 im Ablauf gewesen mit Peter Ingbes Zweiter. Also dieser Emoji, der muss hier auf jeden Fall mit. Natürlich ungünstiger Startplatz, Startplatz 7 von der Meile ist natürlich nicht die Idealbesetzung. Trotzdem muss hier Emoji mit auf den Schein. Und auch die 8 Tycoon Conway Hall mit Flemming Jensen, Elite-Loppe-Teilnehmer diesjähriger Elite-Loppe-Teilnehmer. Er war auch in Yonkers am Ablauf, dort hat es ja überhaupt nicht geklappt. Und nach dem letzten Lauf in Yonkers hat man sich noch nicht so richtig am 23.12. in Halmstadt präsentieren können. Deswegen, also ich habe ein bisschen Bedenken mit Titan Conway Hall, aber der kann solche Schlachten auf jeden Fall hier gewinnen. V75-3, wir nehmen mit die Nummer 3, Exclusive Fire, die 5, André Ward, die 6, Floris Baldwin, die 7, Emoji und mit Abstrichen die 8, Tycoon Conway Hall. V75-4, das ist ein Rennen über 2041 Meter Autostart und wieder Viktor Gens dabei und zwar mit Blizzard PS und ich glaube, das ist somit seine beste Chance heute. Blizzard PS, dieser 5-jährige Dream Vacation Zone, zuletzt in Berlin-Mariendorf Dritter und siegreich gewesen mit Viktor Gens, davor auch mit Michael Höhnemann schon mal siegreich gewesen. Also Blizzard PS von der 1, wenn der hier gut wegkommt, hat der hier für mich eine ganz klare Chance. Er kann dieses Rennen sogar Startziel gewinnen, deswegen die beste Chance für mich von Viktor Gens am heutigen Abend. Interessant für mich ist noch die Nummer 3, Franz Jäger mit Jeppe Rask. Franz Jäger, tolle Form. Erster, Zweiter, Dritter, Dritter. Was will man mehr? Also letzte in Aarburg, Zweiter in 15-0. Das ist schon mal eine Ansage. Viktor Gens hat in 15-0 in Mariendorf gewonnen. Also da muss man auch ganz deutlich sagen, die Bahn in Aarburg ist um einiges langsamer als in Berlin-Mariendorf. Deswegen also Franz Jäger, den würde ich hier auf keinen Fall unterschätzen. Everyday, die Programm Nummer 5 mit Max Nielsen. Zuletzt in Charlottenlund siegreich gewesen. Davor gab es aber auch 2 Disformen. Deswegen bei ihm muss man, glaube ich, so ein bisschen vorsichtig sein bei diesem Everyday. Der kann auch schon mal springen. Da wäre ich, wie gesagt, so ein bisschen vorsichtig. Da muss man mal ein bisschen gucken. Und ich habe noch ein bisschen Mumm auf die Nummer 8, auf die Nummer 9, Flutte Flakfis mit Gordon Dahl. Gordon Dahl steigt nicht allzu häufig in Suzuki. Aber wenn das tut, dann hat er meistens einen Sieger. Das war auch letztens jetzt in Aalborg hier wieder der Fall. Da haben wir nämlich mit Flutte Flakfis gewonnen. Und deswegen Flutte Flakfis, mein Gott, dieser Name und dieses Pferd für mich auf jeden Fall auch hier hochinteressant in diesem Rennen. Außer seiner Chancen noch Hugo Treuborg, die Programm Nummer 12 mit Bo Westergaard. Zuletzt in Schieve mit Niklas Gorsfitzens siegreich gewesen. Davor die Formen waren aber nicht so berauschend. Jetzt sitzt der Trainer im Sulki. Da kann durchaus einiges passieren. V75-4, wir nehmen mit die 1, Blizzard PS, Viktor Gens, beste Chance des Tages. Die 3, Franz Jäger, die Programmnummer 9, Flutte Flakfis und die 12, Hugo Treuborg.
Und die 6, und die 5 Everyday, Entschuldigung, die haben wir vergessen, und die 5 Everyday. V75-5, wir machen weiter mit einem Rennen über 2041 Meter Autostart. Und in diesem Rennen, das ist, glaube ich, das Rennen, wo man sich wirklich am breitesten aufstellen muss, weil hier gibt es für mich keinen glasklaren Sieger. Hier kann fast jedes Pferd gewinnen. Ich gehe in diesem Rennen mit der Programm Nummer 3 Inca River und Morten Fries. Warum sagen jetzt viele, warum? Der ist doch im Programm nur 3-4 getippt, ja. Aber diese Stute hat zuletzt wirklich mich überzeugt. Siegreich in Aarhus, danach in Schiewe Zweiter, in Charlotten und Zweiter und auch in Aarhus nochmal Dritter. Also diese Stute, die kann einiges. Morten Fries, wenn er mit ihr richtig gut abkommt, ist Inca River hier für mich nicht aus der Welt. Girl Happy EP, die brauchen wir zwei mit Mats Henriksen, zuletzt in Aalborg unplatziert gewesen. Davor gab es in Charlottenlund nochmal einen zweiten Platz und auch in Orbi hat man sogar gewinnen können am 19.10., also in Schweden. Das heißt, Girl Happy EP, diese Stute muss natürlich auf jeden Fall mit. Genauso auch die 1 Gucci Line mit Bo Westergaard, wobei das letzte Laufen in Bjerke war ganz furchtbar. Da hat er in Bjerke kam, der war auch überhaupt nicht weg. Davor in Charlottenlund gab es einen Sieg, das war ordentlich, aber naja, so richtig überzeugt hat er mich da auch nicht. Wenn auch ein Außenseiter sucht, dem würde ich ganz gerne auch die Programm Nummer 5 Frosty Ice ans Herz legen mit Morten Jubel. Frosty Ice, letztes Mal Birger Jürgensen in Schiewe, siebter, davor aber zwei tolle Siege am 3.10. und 8.10. in Schiewe. Der wird nicht dieser Frosty Ice aus Schiewe hier hochkommen, wenn man sich nicht irgendwas ausrechnet. Das ist ja auch mal von Schiewe bis hier hoch mal locker so 400 Kilometer. Also deswegen, den sollte man auf jeden Fall beachten und auch noch vielleicht die Nummer 11 Condor Jet mit Birger Jürgensen. Condor Jet ebenfalls in Aarhus zuletzt siegreich gewesen. Danach gab es eine Disform in Odense. Aber der kann hier durchaus auch überraschen, die Programm Nummer 11 Condor Jet. V75-5. Hier muss man sich breit aufstellen. Wir nehmen mit die 1 Gucci Line, die 2 Girl Happy EP, die 3 Inca River, die 5 Frosty Eyes und die 11 Condor Jet. V75-6, das ist nochmal ein Rennen, ein Steherrennen, über 3140 Meter gestartet aus 4 Bändern. Das heißt, die Pferde 12 bis 14 müssen hier 60 Meter aufholen. Das ist schon meine Hausnummer. Und trotzdem glaube ich, dass der Sieger aus dem letzten Band kommt, nämlich E-Type Cash, der Programm Nummer 14. Und Birger Jürgensen sollte hier eigentlich keine Opposition zu geben. 3 Siege zuletzt in Charlottenlund mit Flemming Jensen und mit Birger Jürgensen. E-Type Cash, die Programm Nummer 10 für mich, die Programm Nummer 14 hier für mich, das zu schlagende Pferd in diesem Steherrennen. Gangnam Style K, die Programm Nummer 10 mit Jeppe Juhl, kommt aus ähnlichen Aufgaben, hat zuletzt in Momaken über 4220 Meter gewonnen. Das war echt eine Hausnummer. Danach gab es nochmal in Charlottenlund über 2000 Meter einen dritten Platz und auch in Hamburg hat man hier über 3260 Meter im langen Hamburger mit Jeppe Juhl überzeugen können. Dieser Gangnam Style K, der kann einiges, der kann die Langstrecke, hat es in Momaken ja bewiesen, wo er da wirklich über 4220 Meter gewonnen hat. Und deswegen Gangnam Style K muss man hier auf jeden Fall auch mit auf den Schein nehmen. Interessant ist noch die Nummer 5, Gnacks mit Matthias Jensen. Gnacks zuletzt mehrfach gut platziert gewesen, dritter, zweiter, erster, zweiter. Im Monté letztens gab es einen vierten Platz, das kann man aber streichen. Davor war er immer gut mit dabei. Ist jetzt nicht so der Langstreckenspezialist, trotzdem sollte er hier mitgenommen werden. Und ich habe noch ein bisschen Mumm auf die Programm Nummer 8, Chablis mit Stemule. Chablis zuletzt drittplatziert in Charlottenlund. Man hat sich in Jägersform probiert, da war man auch vorne mit dabei. Der kann die Langstrecke, der ist auch so ein Langstreckenkandidat. Am Ende geht ihm immer so ein bisschen die Puste aus, doch vielleicht reicht es ja hier mit dem Bandvorteil, dass er hier durchaus vorne mit dabei sein kann. Und auch die neuen Rossi Garline mit Flemming Jensen. Zuletzt in Orbi am 19.10. über 2660 Meter viertplatziert gewesen. Davor 2 Siege in Halmstad und in Orbi. Also dieser Rossi Garden kann hier durchaus vorne mit dabei sein. Kommt allerdings aus einer kleinen Pause, deswegen ist da so ein ganz klein bisschen Vorsicht angesagt. V75-6. Wir nehmen mit in diesem Langstreckenrennen die Nummer 5 Gnacks, die Nummer 8 Chablis, die 9 Rossi Garden, die 10 Gangnam Style K und die 14 E-Type Cash. Und wir kommen zum letzten V75-Rennen, dem V75-7. Und hier sind nochmal alle Augen auf Viktor Gens gerechnet, denn er bietet hier Hockstedt, die Programm Nummer 8, auf. Hockstedt kennen wir als Sieger des Finale Bs des Deutschen Derbys in diesem Jahr. Danach gab es auch 2 tolle Siege nochmal in Jägersroh, hat man am 7.12. gewonnen und in Mariendorf am 20.11. Also Hockstedt für mich hier hochinteressant in diesem Rennen. Er wird im Programm wieder nur als Außenseiter getippt. Wenn ich mir die Gegner angucke, da hat er aber in Berlin-Mariendorf teilweise härtere Gegner geschlagen als hier. Und deswegen sage ich ganz deutlich, die Programm Nummer 8, Hockstedt, mein Sieger im V75-7. Viktor Gens kann hier seine mindestens zweite V75-Scheibe in diesem Rennen durchaus klar machen.
Die 3, Bettenock mit Jeppe Rask, gute Form, 2., 2., 1., 2., muss natürlich mit auf den Schein, hochinteressant, aber auch für mich die Programm Nummer 7, Honor mit Nickel Markenberg Nielsen. Honor zuletzt in Charlotten und siegreich gewesen, das war ein schönes Laufen, das hat mir gut gefallen. Davor gab es in Orbi den 6. Platz, das war, naja, das ging so mit Kevin Oskarsson, aber Honor, wenn der einen guten Lauf hat, kann der hier durchaus überraschen, genauso wie die 9, Giantissimo mit Birger Jörgensen. Giantissimo zuletzt disqualifiziert in Charlotten und davor gab es aber 3 Siege in Jököbing, Schiebe und Charlottenlund. Deswegen muss der hier auf jeden Fall mit, die Nummer 9, Giantissimo. Und ich habe noch so ein bisschen Mumm auf dem Programm Nummer 4, Cantab oder Jantab mit Knut Monster. Der Sieg in Aalborg zuletzt, der war gut, davor die Formen gingen so. Deswegen um Knut Monster ist ja für mich auch so ein bisschen, wo ich immer ein bisschen vorsichtig bin, das sage ich ganz ehrlich. Aber trotzdem sollte man ihn mitnehmen, wie auch die Nummer 10, Keystone Cash mit Bo Westergaard. Tolle Form, 3., 1., 1., 2., zuletzt in Charlotten und 2., davor in Aalborg siegreich. Bo Westergaard hat sein Lot in Form, das wissen wir, der diesjährige Derby-Sieger in Dänemark hat sein Lot in Form, deswegen muss man den auch hier mitnehmen, die Nummer 10, Keystone Cash. Und auch die 12, Come On Party mit Flemming Jensen, nicht aus der Welt, siegreich zuletzt in Aalborg, davor ein 2. Platz, also den muss man hier auch auf jeden Fall mit auf der Rechnung haben. V75-7, wir nehmen mit die 8 Hochstetten, für mich ganz klar der Sieger in diesem Rennen. Die 3 Bettenock, die 4 Cantab, die Programm Nummer 7 Honor, die 9 Giantissimo und die 10 Keystone Cash sowie die 12 Come On Party. Also ihr seht, es ist wirklich ein tolles Programm, was wir hier haben in Aalborg. Es lohnt sich wirklich dabei zu sein am Donnerstagabend, am 29.12. Ich freue mich drauf. Ich werde live vor Ort sein und ihr könnt natürlich auch mit der live sein. www.trotto.de, www.hufer.de, da könnt ihr live dabei sein, diese Rennen aus Aalborg und Viktor Gens natürlich in Aktion sehen. Deswegen seid dabei und www.hufer.de gibt es weitere Informationen zu diesem Renntag und auf www.trotto.de könnt ihr die Rennen sowohl im dänischen Stream als auch im schwedischen Stream sehen. Das lohnt sich und das gibt es ja nicht überall. Deswegen lohnt es sich, bei uns zu wetten, denn bei uns bekommt ihr den besten Service. Also, ich zähle auf euch, www.trotto.de, www.hufer.de und dann geht es bereits schon am morgigen Freitagabend weiter mit der V75 dann wieder aus Oslo-Bjerke. Dazu gibt es natürlich auch wieder eine weitere Vorschau, deswegen schaltet wieder ein hier bei uns bei www.trotto.de, www.hufer.de im Rahmen von Jörns Swedish Racing World. Ich sage Lückertil, viel Spaß in Dänemark, viel Spaß aus Aalborg und natürlich Viktor Gens die Daumen drücken. Also, ich sage Lückertil.